Herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Ja, wir waren hier zuletzt, als wir gesehen haben, wie der Heli abgestürzt ist, als er von den Krähen angegriffen worden ist. Ja, von Krähen. Okay. Ja, das sind diese Krähen von dieser Dunkelheit da. Und da sieht man jetzt. Oder mal wieder ein nicht gezeigte Explosion. Ah, da sieht man etwas vor. Ja. Ein Heli weniger. Dein Kontrollpunkt erreicht, okay. So schnell hintereinander. Ich gehe mal da hoch. Vielleicht finden wir da was Wertvolles. Oder Sinnvolles. Und Licht. Oh, benutzen. Dann gucken wir doch mal durch. Ist das nicht die Tankstelle? Was? Ah, eine Thermo. Okay. Ja. Ich habe eigentlich erwartet, dass man irgendwas so entdeckt und dann ranzoomt und boom oder so. Keine Ahnung. Mitten hier oben ein Bett. Okay. Ja, warum nicht? Radio? Ah, hier James! Mulligan, Thornton, bitte kommen, Ende! Thornton hier, James, wir haben Wheeler und Rose in Haft genommen. Sie haben keinerlei Widerstand geleistet. Hey, Mulligan, pass mal auf, komm schon! Hinsetzen, geben Sie mir das! James, Mulligan hier, Ende! Ah, sprechen Sie, Mulligan, Ende! Wir haben hier Wheeler und Rose. Wheeler ist betrunken oder sonst was. Und wo wir gerade davon sprechen, dieser FBI-Agent verströmt eine deutliche Note ohne Scotch, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ende. Gut zu wissen, Deputy Mulligan. Ende. Na, wie auch immer. Rose benimmt sich total merkwürdig. Schicken Sie lieber den Doktor her, damit er sich die beiden mal ansieht. Ende. Verstanden. Bringen Sie die beiden schnell her. Der FBI-Agent möchte Wheeler verhören. Ende. Oh ja, darauf wette ich. Die beiden scheinen eine Menge gemeinsam zu haben. Mulligan, Ende. Okay. Wheeler ist jetzt unter den FBI-Händen. Das ist nicht gut. Und kann ich hier nochmal angucken? Ich konnte die Lichter des Radiosenders in der Ferne sehen. Ja. Okay. Das sind also alle Stationen. Ja, ich weiß nicht so richtig, wie wir jetzt hier was machen sollen. Also wo wir eigentlich lang müssen, so großartig. Auf jeden Fall hier durch. Türen, die wir von alleine schließen, okay. Der Sendemast könnte zum lokalen Radiosender gehören. Main schien anständig zu sein. Vielleicht könnte er mir den Weg zum Bergwerk sagen. Okay. Unnatürliche Schatten klebten am Tor. Das Dunkel, das hinter mir her war, wollte mich aufhalten. Ohne Licht würde ich nicht durchkommen. Ja, war aber wieder klar gewesen. Und zufällig steht zum Generator. Der Suchscheinwerfer hatte keinen Saft. Und das ist auch irgendwie... Oh. Ich sag einfach mal nichts dazu, weil es ja alles so typisch ist gerade. Sowas von typisch. So. Der alte
alte Generator streikte. Ich musste ihn irgendwie reparieren und weiter versuchen. Was? Ja, treten wir mal dagegen. Warum denn nicht? Okay. Also jetzt mal ein bisschen so ein wenig lächerlich, finde ich. Nur ein wenig. Dann gehen wir runter hier und ja, hier ein Kontrollpunkt erreicht. Ne, ich dachte, was gehört wieder. Nächster Tor. Ach. Was war das? Okay, da habe ich mal eine Taschenlampe, was komischerweise da lag und schon leuchtete. Okay, er verschwindet dann einfach komplett einfach so in der Luft, so, puff. Ich brauchte einen Moment, um die Klemmgranaten zu erkennen. Sie kamen mir sehr gelegen. Okay, die wollen anscheinend nicht mit dir reden. Ah Gott. Ich habe eine böse Vorahnung. Wow. Das ist heftig. Ah Gott. Und das sind die Bullen. Das war gut, hier reinzukommen. Ja, Radio, ich möchte dich gerne mal einschalten. Und hier ist ein weiterer Anrufer. Sie sind auf KBFFM mit Pat Main. Hier spricht Peabody, Pat. Was beschäftigt Sie mit? Also, ich wohne bei der Wohnwagensiedlung, Pat, und sie ist echt der Teufel los. Ich wohne da auch ganz in der Nähe. Wissen Sie genauer, was da los ist? Ich weiß nicht, aber hier sind überall Polizeiwagen, Sirenen, ein Hubschrauber kreist über uns und ich glaube, ich habe Schüsse gehört. Schüsse? Ja, wie Pistolenschüsse. Können Sie herausfinden, was da los ist? Diese Schießerei ist nämlich direkt bei mir nebenan. Sie schießen immer noch? Nein, das war vor etwa 10, 15 Minuten. Es hört sich ernst an, Pep. Wirklich, das klingt nicht nach einer Party. Also, ich werde auf jeden Fall bei der Wache anrufen, Mild. Okay. Ich sage sofort Bescheid, wenn ich etwas höre. Okay, danke. Okay. Nur kurz hier rein. Zack. Und weiter geht's. Ja, ich hoffe, die lassen mich jetzt in Ruhe. Da drüben ist mein Manuskript, das sehe ich. Oh Gott, da kommt er.
Puh. Da müssen sie doch noch erwischt, die Schweine. Wird eine knappe Sache. Oh. Noch jemand hier? Nicht? Gut. Noch mehr Blendgranaten, wunderbar. Ja, komm schon. Oh, das wird eine knappe Sache. Das können die mir glauben. Das wird eine knappe Sache. Okay, wir kommen jetzt zu der Tankstelle, wunderbar. Müsste die Tankstelle sein, oder? Die Radio Station, ich bin bei der Radiostation angekommen. Geh weg! Puh! Ich hoffte, Maine würde mir ein Auto leihen. Hallo Lorna, was möchten Sie uns mitteilen? Warum schert sich die Polizei um die Wohnwagensiedlung? Wie meinen Sie das? Es ist eine Wohnwagensiedlung. Natürlich gibt es da Ärger. Was soll man schon erwarten? Die Polizei sollte lieber den normalen Bürgern helfen, statt für diese Leute Zeit und Geld zu verschwenden. Ja. Vielen Dank für diese mitfühlende Stellungnahme, Lorna. Merkt ja gerade eine Schienenanleuchte. Ach, wird schon keiner stören. Na, einfach mal reinstürmen. Können wir was machen? Oh, das ist aber eine Überraschung. Der berühmte Schriftsteller Alan Wake ist gerade reingekommen. Mal sehen, ob nein, nein, nicht sagen! Kommen Sie, Mr. Wake. Ah, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, Mr. Wake. Sie sitzen in der Falle, Dan Brown! Gehen Sie weg von Maine! Lassen Sie ihn! Hey, 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 immer mit der Ruhe! Stecken Sie die Waffe weg, wir sind doch alle Freunde, oder? Kommen Sie runter, Nightingale, wir haben ihn! Großer Gott! Was ist denn bloß los mit Ihnen? Da drinnen ist ein Zivilist! Ich war schon so viele Klippen heruntergefallen. Kommt davon, wenn man sein Buch The Sudden Stop nennt. Es war ganz gut, dass ich Maine nicht erzählen konnte, wo ich hin wollte. Ich musste die Korps loswerden und das Bergwerk selbst finden. Ja, war auch eine dumme Idee, dahin zu gehen. So, Leuchtfackeln. Okay. Na, oh, fängt die Kacke wieder an. Können wir schon mal eine Minute in Ruhe lassen? Tschüssi.
doch. Warum löst ihr nicht gleich auf? Nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. Oh, ein Revolver. Endlich. Jetzt kann die Party losgehen. Jetzt kommen die harten Kerle hier raus. Und lang muss ich? Ja, von hier lang. Oh. Nachladen. Wie in den alten Zeiten. Merkwürdigerweise waren die Arbeitslampen der Energiefirma noch hier. Fast schien es, als habe man sie für jemanden wie mich hier gelassen. Na ja, kann ich auch sagen, wer. Gott. Geht weg. Ja, nicht mit mir, mein Freund. Okay, nochmal ein. Puh. Mal hier Licht anmachen. Jetzt kommen die wieder. Gott. Gott. Wo sind sie? Manuskript. Ein Zug. Oh, wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. So, erstmal hier alles wieder anschauen. Okay, wir haben genug Muni. Und auch alles geladen. Hallo? Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Alice? Alice? Alan, ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich brauche Hilfe. Ich sehe dich an, Alan, und das bist nicht du. Etwas anderes. Sieht mich durch deine Augen an. Alice, ich bin hier. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Geht alles den Bach runter. Vorsichtig sein. Kooperieren. Die Verbindung war extrem schlecht, aber das war nicht alles, was an dem Anruf nicht stimmte. Sie hatte unecht geklungen, aber sie hatte angerufen. So, wir haben jetzt ein Manuskript mehr und... Weiter vorn sah ich eine Eisenbahnbrücke und am Ufer gegenüber eine Art Lagerhaus. Ich hoffte, dort ein Auto zu finden. Jo, aber gibt es nur noch was anderes zu erkunden, oder? Man muss sich darüber latschen.
Ist das ein Moos? Hier kann man ja auch noch entlang. Ah, der Pfeil wieder. Also gibt's da hinten wieder was Schönes für uns. Aber diese Atmung gefällt mir nicht. Okay. Hallo? Wow! Nicht mit mir, meine Freunde, nicht mit mir. Ganz schön dreist mich hier hinterhältig anzugreifen. Aber nicht mit mir. Ich bin zu OP. Ja, ja. Da rennen wir mal hier zu der scheiß Leiter. Eine komische Brücke. Ach, eine Eisenbahnbrücke, stimmt, ja, genau. Genau. Oh, das sieht aber wieder nicht gut aus. Ja, war ja klar. Die Dunkelheit, die mich verfolgte, wurde stärker. Und sie vereinnahmte alles auf ihrem Weg. Oh Gott. Junge, was soll das denn sein hier? Dann halt so. Komm schon. Oh, was ist das für eine Scheiße? Lagerhaus. Ich bin ah. Auto zu finden. Und sagen wir jetzt nicht? Oh, doch. Und nochmal die ganze Scheiße. Da ist es mir, dass die kommen werden. Da kommen sie schon. Nicht mit mir. So, ich sag ja, nicht mit mir. Ach man, ich hoffe, ich krieg noch die Stelle rum. Ja, bist kaputt und so, außer Atem und so. Muss man ein bisschen mehr Sport betreiben, ein wenig mehr Sport. Ein bisschen Ausdauertraining, ein bisschen Krafttraining. Dann kann es vielleicht als Hauptcharakter in so einem Spiel mal vielleicht von sinnvoll sein. Vielleicht mal ein paar Gegner, die nicht so hier OP sind. Die Dunkelheit, die mich verfolgte, wurde stark. Und sie vereinnahmte alles auf ihrem Weg. Thank you.
raus hier. Ah, komm schon, schwutter weg. Ich hoffte dort ein Auto zu finden. Und wieder, come on. Okay, ich sag einfach mal hier Schluss. Ja. Ich frag mich gerade wirklich ab, dass es schon wieder nicht geklappt hat, ey. Aber leider ist die Zeit schon wieder rum für dieses Video. Na denn, ich wünsche euch dann noch einen guten Tag und ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaut wieder rein. Bis dahin. Tschüss.